Hey Freunde, bevor es losgeht. Abo, Glocke oder andersrum, keine Ahnung. Dann kriegt ihr mit, wann das nächste Video kommt. Ihr verpasst unser nächstes Geschmarrinett. Kostet euch nichts und... Win-win. Genau. Genau. Und jetzt geht's. Los geht's. Yo! Herzlich willkommen mit einem Gruß aus der Hölle. Ja, könnte man so nennen. willkommen zu einer neuen Comic Review hier bei uns. Wir haben The Pages from Hellboy. Wir, GKRG, Flo, ja. Michael und das da hier ist The Visitor, How and Why He Stayed. Ja. How and Why He Stayed. Aus dem Hause Dark Horse, $20, Oktober 2017, erschienen genau. Genau. Für 144 Seiten gehören diese wunderschön illustrierten Seiten für... Oh, ja, das probieren wir dann irgendwann nochmal. Wir haben 144 Seiten am Start und Michael hat sich ein bisschen verdreht, aber es macht genau. Nichts. Von Mike Mignola, Chris Robertson, Paul Grist und Bill Crabtree. Ja, ein schöner Verdreher. Ich muss immer noch drüber nachdenken, was du gerade gesagt hast. Das ist egal. 144 gehören diese 144. Gibt es auf Amazon, könnt ihr bestellen, kostet, du hast da $19, gibt es auch in genau. Euro schon $18,30 und so. Genau, wir haben einen weiteren Band from the Pages of Hellboy. Ja. Weil, falls es euer erstes ist, wir haben uns ja an das ganze Hellboy-Universum mal von hinten angenähert, ja. Weil... ich persönlich hatte mit Hellboy noch nie was zu tun. Ich habe nicht einmal die Filme gesehen. Ich habe mal geguckt, was es von Hellboy denn so gibt. Dann hat mich die Seiten erschlagen und ich habe dann gleich wieder aufgehört zu gucken. Genau. Aber nichtsdestotrotz habe ich festgestellt, aufgrund des Zeichenstils bin ich da drauf gekommen, dass es von Hellboy sau geile Stories abseits gibt. Mhm. Und da ist eben dieses hier eine davon. Ja. Nach Rasputin und Koschei haben wir halt jetzt den Visitor. Und wie es auch bei den anderen beiden Bänden so war, ist es halt nicht die Geschichte von Hellboy. Er ist damit dabei, aber tatsächlich nur als Nebenfigur. Und die Hauptstory geht eben um den Visitor. Richtig. Der Visitor ist nämlich, ich sag mal, so ein bisschen der Schutzengel von Hellboy. Ja. Der Visitor war nämlich... Ein Zeitreisender. Ist ein zeitreisendes Alien. Genau. Und der war dabei bei... Ich sage jetzt mal Hellboys Geburt. Auch? Als er quasi durch das genau. Dimensionsportal oder was auch immer, oder Höllenportal, was das beschworen halt war. Wurde, ja. Beschworen wurde. Da war er dabei. Genau. Und seine Aufgabe ist es eigentlich von seiner Administration, ja, es dass gibt er nicht quasi, so viele von denen, ne? Dass er den Hellboy quasi kalt machen soll, genau. Weil der Hellboy ist böse. Er ist der Zerstörer der Welten halt. Richtig, und deswegen soll er ihn kalt machen. Ja. Und er beobachtet das Ganze und sagt, und meldet dann halt quasi zurück, also Hellboy wurde jetzt geboren und bla und er ist dran an der Sache. Ja. Und ich weiß es nicht, irgendwie die sind. Ja, der meldet sich zurück. Die sind auf einer Umlaufbahn irgendwie und die haben jetzt bloß noch so und so lange Zeit und dann ist erstmal Funkstille und dann, richtig. Dann hat er quasi irgendwie ein paar Stunden Zeit, um ihn quasi kalt zu machen. Und er sagt, passt auf, Leute, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, beobachte ich das Ganze, weil aktuell ist er noch keine Gefahr. Er ist ein Kind und er muss sich erst entwickeln und vielleicht kann er ja die Entwicklung so. Beeinflussen, dass er eben nicht der Zerstörer der Welten wird, weil das ist so bei denen, es gibt nicht mehr viele von seiner Art und durch den Zerstörer der Welten eben ist halt sehr viel dezimiert worden im ganzen Universum und deswegen haben die eigentlich diesen Drang halt Hellboy am Anfang schon gleich zu vernichten. Ne? Und ja, wie gesagt, diese Umlaufbahn, das sind sogar dann Jahre, glaube ich, ne? bis die erst wieder Kontakt aufnehmen können. Das sind ein Haufen Jahre, weil in der Zwischenzeit ist er dann schon, ich weiß nicht, ob er ein Teenie oder schon erwachsen ist, der Hellboy. Ja, ich glaube, er ist schon erwachsen. Ja. Ja, und in der Zwischenzeit hat sich halt eben gezeigt, dass er eben nicht für die Nazis arbeitet und nicht der Zerstörer der Welten wurde, ja. Sondern halt einfach ein Typ. Irgendein Typ, der halt das Beste macht, um die Welt irgendwie in Ordnung zu halten. Zu bringen. Ja, genau. Und das ist eigentlich ganz witzig. Und vor allem, was ich auch gut finde, ist, der Visitor kommt immer wieder mal in so Situationen, wo er das Leben von Hellboy beeinflusst, aber immer hinter dem Vorhang halt. Ne? Hellboy richtig. Bekommt das nie mit, dass der da ist. Genau. Und das finde ich sehr cool. Ja, Tragik haben wir auch. Wir haben das Problem, dass Hellboy halt eben ein quasi nur die Nebenstory ist, denn ja. Hauptsächlich geht es wirklich um den Visitor genau. Und wie er sich dann so seine Zeit auf der Erde schön macht. Genau. Er nimmt halt dann halt die Gestalt von einem Menschen an ja. Und findet dann auch eine Frau, heiratet und genau. Bla und alles ja, ist schön. Richtig. Sie kennt auch seine Identität, seine ja. Wahre, weil er kann halt quasi so gestaltwandlermäßig sein Aussehen verändern. Genau. Und ja. Haben eine schöne Ehe. Die Tragik an der Geschichte ist halt, das kann ich vielleicht erzählen, ihr Mann, er altert ja nicht. Mehr muss ich dazu ja gar nicht sagen. Ne? Er altert nicht, sie schon. Und das genau. Ist die Tragik an der Story, die auch schön gemacht ist. Und
Er ist sehr, sehr mächtig, aber er hat halt auch so die Krux. Bei ihm ist so, das kommt in der Story auch so ein bisschen durch, ist so, sein Volk hat leider die Fähigkeit, dass sie nichts vergessen halt. Und die können sich an alles erinnern, was jemals passiert ist, auch an die schlechten Sachen halt. Ne? Die werden sie niemals loswerden. Und das wird auch so ein bisschen rausgestellt. Also wir haben hier so wirklich so einen schönen Held, wo nicht alles schwarz-weiß ist, sondern wirklich der wirklich gut dargestellt ist, mit Höhen und Tiefen halt, ne? Obwohl er so mächtig ist. Ja. Mhm. Genau. Wir haben auch ein bisschen Moral mit drin, so nach dem Motto, selbst wenn jemand das pure Böse sein soll, steckt doch bestimmt immer noch was Gutes in ihm und bla. Ja. Und also es ist ein super Gott, die Kneipe Band. Fand ich auch wieder so gut, halt, wo er einfach hier dieses, wo Hellboy bekommt hier mitten im Comic, sieht man halt so einen Auftrag, da bekommt er einen Auftrag von irgendeinem Typen und er muss unbedingt diesen Speer mitnehmen und wie halt Hellboy so ist, was, den Speer? Ja, ich nehme ihn schon mit, brauche ich eh nicht, aber ich nehme ihn mit. Ich finde das so gut halt einfach. Eine riesige Schlange oder sowas. Ja, irgendwie so ein Drachen. Was und den Speer? Ja, okay, komm, ich nehme ihn mit halt. Ist so gut halt. Also, ich mag den Humor. Ja. Wenn die Hellboy-Comics auch so sind, dann gehe ich davon aus, dass wir jetzt dann irgendwann mal früher oder später anfangen werden, Hellboy-Comics zu lesen. Vermutlich, ja. Es gibt ja diese Omnibus-Bände von Hellboy, wo viel zusammengefasst ist, glaube ich. Du hast doch eh so ein Ding bekommen. Komm, okay. Und dementsprechend, wenn wir uns vielleicht einmal so einen Omnibus anschaffen und mal quasi einen ersten Blick reinschnuppern. Genau, denn als wir unsere Theatric-Folge gedreht haben, waren nämlich 25 Jahre Hellboy-Jubiläum. Richtig, da war alles auf einmal, ey. Und Problem ist, wir hatten halt einen anderen Dreh, deswegen konnten wir nicht zur Hellboy-Geschichte gehen. Wir haben es aber geschafft, dank dem Ultra-Comics, noch eine Probe, eine Leseprobe halt quasi zu ergattern. Und die wollen wir uns auch mal anschauen und euch auch zeigen. Und dann schauen wir mal, wo uns der Weg in die Hölle führt. Dann treffen wir die Entscheidung. Genau, richtig. Geil. Bis dahin haben wir aber noch ein paar, die werdet ihr noch sehen. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, für mich jetzt der stärkste Band zwischen den dreien, die wir bis jetzt gelesen haben, also Rasputin und Crochet. Echt? Ich fand Crochet treppenmäßig muss ich sagen, ist der für mich und Crochet schon auf einer selben Stufe. Ich fand Rasputin nicht so stark. Ja, Rasputin war... Ja, Rasputin war so, aber Crochet und The Visitor, sehr, sehr starker Comic, ey. Ja. Finde ich super. Coole auch Sache. Die Dicke, also die Leselänge, mega. Ist top. Ja. Dark Horse ist einfach mal wieder... Echt, hat einfach mal wieder abgeliefert. Ja. Apropos Dark Horse, auch schon mal so eine kleine Info für euch. Wir bleiben natürlich weiterhin an The Port of Earth dran, weil der Band 3 erscheint. Stimmt, hast du gesagt, ja. Erscheint jetzt demnächst irgendwann, keine Ahnung, dieses Earth Jahr. Aber nicht Top Card? Habe ich auch schon vorbestellt. Ja, aber kommt, ist glaube ich auch mit Dark Horse irgendwie zusammen. Okay. Ich glaube irgendwie im Vertrieb oder so. Aber ist egal, okay. Wenn nicht, dann hat mich Dark Horse zumindest daran erinnert. Genau, dass wir bei Top Cow Port of the Earth holen. Ich komme bei den amerikanischen eben also ganz durcheinander, weil Image Verlag, Top Cow und Dark Horse und sowas, die, ich weiß nicht, spielen die irgendwie ineinander mit rein, weil du sagst Vertrieb und so, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich bilde es mir ein, wie gesagt, vielleicht kann ich mich jetzt auch getäuscht haben. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, das war's soweit von uns. Wir sehen uns demnächst wieder bei einer neuen höllischen Review. Bleib geek beim Nerdy. Bis demnächst.